Willkommen zu unserem Tutorial zum Thema Suche mit mehreren Begriffen. Bei der Suche mit mehreren Begriffen können die Operatoren und, oder und nicht, beziehungsweise die englischen Pendants, and, or und not, eingesetzt werden. Die Operatoren müssen in Großbuchstaben eingetippt werden, damit die Suchmaschine sie als solche erkennt. Wird kein Operator eingegeben, verknüpft Primo die Suchbegriffe automatisch mit und. Das heißt, es werden Titel gesucht, in denen alle drei Begriffe vorkommen. Wenn Sie Ihre Suchbegriffe mit dem Operator oder verknüpfen, werden Titel gesucht, in denen wenigstens einer der Begriffe vorkommt. Oder kann auch bei abweichender Schreibweise eingesetzt werden. Wie zum Beispiel bei Fotografie mit F oder PH. Wenn Sie einen Suchbegriff ausschließen möchten, nutzen Sie den Operator nicht. Jetzt werden alle Titel gefunden, in denen die Wörter Gender und Difference vorkommen, aber nur die, in denen Payment nicht vorkommt. Mit booleschen Operatoren können Suchanfragen gestaltet werden, die zu besseren Ergebnissen führen. Durch eine Klammerung können Sie der Suchmaschine von Primo den Befehl erteilen, zuerst diejenigen Begriffe miteinander zu verknüpfen, die sich innerhalb der Klammern befinden. In der erweiterten Suche werden Ihnen die Operatoren in einem Pull-Down-Menü angeboten. Hier haben Sie den Vorteil, dass Sie Begriffe feldspezifisch mit und, oder und nicht verknüpfen können. In diesem Beispiel sollen Palästina und gleichzeitig Israel im Titel oder als Schlagwort und nicht irgendwo in den Metadaten oder im Volltext sein. Das war der kurze Einblick in die Suche mit mehreren Begriffen. Vielen Dank für Ihr Interesse.